Traumgästen! Aufstehen, die Sonne lacht. Trocknen. I have the power to burn you all. Und damit hallo, liebes Publikum, willkommen zurück bei Let's Play Shenmue. Mit dem Captain aus Catcher's Corner. Hallo. Und mir, dem Captain aus der Catcher's Corner. Das wäre echt extrem. Dem Captain aus der Catcher's Corner. Gruselig, Zellteil. Erstmal ein bisschen. Dubstep. Ja. Wenn ich denn da hinkomme? Bitte. Ich komme nicht dahin. Dann haben wir wohl gelitten. Dann geh doch nochmal aus der Ansicht raus. Und. Nein! Das würde es Ihnen anzeigen. Sie muss die Stromrechnung bezahlen. Ich einfach. Antiquity Tree. A Tree. Du, du, du. I wonder how. I wonder why. Yesterday you told me about a blue, blue sky. But all I ever see is just an antiquity tree. Oh yeah. Das war Smooth Jazz in Shenmue's Jazz. Okay. Why not? Why not? Lass knattern, auf geht's, wir müssen in den Tomaten. Because stupid. So, ja, komm. Und wir müssen erneut Dosen ziehen. Ja, das auf jeden Fall. Wir kommen dann irgendwann späten Nachmittag im Hafen an. Ach nein, ich bin schon wieder ins Wohnzimmer gegangen. Nein, nicht ins Wohnzimmer. Ah, wenigstens kriegen wir wieder Taschengeld. Nice. Mehr trinken. Bitte bitter nötig. Das kriegen wir 500 Yen am Tag. Ja. Die geben wir alle wieder aus. Mindestens an jedem Automaten, den wir finden. Dann nochmal Capsules. Ich glaube, das sollten wir langsam mal lassen. Nee, wir haben es voll raus. Es wird wieder sehr, sehr lange und sehr monoton, dieses Let's Play. Wenn wir immer und immer wieder. Aber eine Dose Geld am Tag verdienen. Muss sein. Mindestens. Man muss sich hydriert halten. Richtig, mit süßen, zuckerhaltigen. Voll bepackt mit süßen Sachen, die das Leben süßer machen. Kleine Sugar Feeling. Zuckerrausch. Genau. So ungefähr. Ja. Warum hast du jetzt den Kenny? Warum nicht? Man kann auch einfach mal einen Kenny machen. Willst du sterben? Nicht immer stirbt Kenny. Ja, nicht mehr, nee. Nicht immer, nee. Nicht mehr, ja, mehr. Ja, haben wir was für die Katze? Können wir ihr Batterien geben? Die brauchen wir nicht mehr. Duracell, hält die Katze länger. Stehst du? Hi, Megumi. Warum ist die Katze aus ihrer Box? Da war die doch letztes Mal schon. Die ist halt einfach zu groß geworden. She's grooming herself. What's grooming? That means she is cleaning herself by licking her fur. I see. Fergalicious. Power. Nee, Moment. Gib High Five. Hey, was mit Kätzchen machen? Nein. Kätzchen ist vorbei. Das Kätzchen ist vorbei. Tja. Miau. Oh, Rumorupi wie die Schan. Hab wieder vergessen. Was für ein Vieh. Remouladenschan. Naja, vielleicht ist es aber. Ich weiß auch nicht, aber er hatte diesen How I Met Your Mother gelben Regenschirm. Vielleicht ist da ja, vielleicht besteht ja eine Connection. And that's how I met your grandmother. Great grandmother? Keine Ahnung. Ob das vom Alter her, wie weit das auseinander ist. Es sind ja 30 Jahre. Wer jetzt wo? Zwischen hier und dem Anfang von How I Met Your Mother. Das kommt wohl ungefähr hin, ja. So, alles klar. RNG ist resettet. Jetzt ist es wieder die zweite von links. Es wird niemals mehr funktionieren. Das denkst du, aber dann sagst du. Auf gar keinen Fall! Dann sagst du so Sätze wie, es wird nie wieder funktionieren und auf gar keinen Fall. Und dann holt Reaver mal eine gelbe Dose aus dem verdammten Ding, aber nicht diesmal. Siehst du? Sag ich doch. Es ist vorbei. Bye, bye, Dosen ziehen. Das ist vorbei. Bye, bye. But all the carbonation in the world couldn't save you now. Cause it's game over. It's game over. It's game over. Ah, ich hab wieder mal so ein bisschen.
unsere alten Folgen durchgeguckt, um diese Dorothy-Geschichte zu finden, weil du unbedingt wolltest, dass ich die mit einarbeite. Ja. Und ich finde es nicht. Nicht? Ich suche dir das nachher raus. Ich gebe dir auch das Source-Material, ich habe alles noch. Okay, dann ist gut. Dann schmeißt doch ja nichts weg. Das ist auch besser so, weil dann haben wir es in besserer Qualität. Dann musst du es mir einfach beim nächsten Mal mitbringen. It's a laser. Ach, ja, hättest du dir wirklich, das ist irgendwo reingestreut in irgendeinen. Ja, ich habe halt so ein bisschen in die Kommentare geguckt, weil ich mir dachte, ich habe das garantiert kommentiert. Nee. Aber nee. Die Dorothy, da ist niemand reingegangen. Sicher? Das, also wenn, dann höchstens... Ich. Nee. Nicht? Also ich ja anscheinend nicht, nee, weil ich meinen Kommentar nicht gefunden habe. Und dann höchstens der Blitzi. Der auch nicht alles kommentiert hat. Nee, aber vieles. Gehe ich jetzt richtig, ja, ne? Nein, du willst zum Hafen. Du gehst vollkommen falsch. Also du möchtest jetzt erstmal zum Tomatenladen. Oder nur Somi besuchen. Na, dann mache ich jetzt hier einen Schwenk. Dann mach doch mal einen Schwenk. Gehen wir doch erstmal genauer. Ich hätte einfach umgedreht, um zum Hafen zu kommen, aber... Hier ist ein Döner, Dosenbier. Hier ist ein Dosenladen. Hier ist ein Dosendöner. Döner in der Dose. So, nun? Ja, ich dachte, man kann irgendwo rechts abbiegen. Ich dachte, hier gibt es noch einen anderen Kreis, aber. Nee. Den Kreislauf habe ich jetzt durch. So. Ja, aber so, warum nicht? Weißt du, man muss sich auch ein bisschen fit halten. Hätte man schon mal mit einem Somi. Ich wollte gerade sagen, red doch mal mit einem Somi. Ist die nicht in der Schule? Santa Claus! Das ist schon wieder. Eine Somi. Rio? Ja. Let me know if you need any help. Sure. Nein, ich wollte nicht da rein! Warum nicht? Es regnet. Ich würde mich unterstellen. Reden wir doch mal mit Santa Claus. Boah, der wird dich fertig machen. Excuse me. Fuck you! Merry Christmas! Ho-ho-ho-ho! I'm not a hoe! Hello there. Get a special Christmas bouquet from Ida Florist for that special someone. Me! Christmas is the time for giving. Ho-ho-ho! Buy your presents at Dobuita's Christmas sale. Some other time. Fuck you! I want to go to the Haven. Haven? Nee. Ach, ich muss doch vorher den Typen anrufen, bevor ich hinkomme. Ja, liegt da auf dem Weg. Weil wir wollen doch jetzt zu Master. Hi! Deswegen müssen wir vorher anrufen. Hi! Du hast da hoffentlich das Bild noch? Ich glaube schon. Hau ab, du fettes Kind. Fukusan! Oh, es ist einfach verschwunden. Das ist beleidigt, das hat keinen Bock mehr. So, das war 0468 auf jeden Fall. Als Vorwahl. Moment, jetzt muss ich erstmal suchen. Vorwahl sogar skippen, aber da bin ich mir nicht sicher. Jetzt rufst du gleich die 5 an. 5. 4. 3, 2, 1, 2. Du meinst echt, die Vorwahl muss ich nicht machen? Keine Ahnung. Wenn es dieselbe ist wie hier, vermutlich nicht. Also 0468 ist auf jeden Fall richtig. 4. Kann ja nicht schaden, die Entität. Meinst du W? 6. 8. Und dann Mothers, Dragons, Heaven's Earth oder so? Das letzte ist Comrades. Und das andere war dann... 5647. Heaven und Comrades. 5. Gott, die gruselige Frau. Ach, so funktioniert dieses Telefon also. Interessant. 4. Was? Du kannst zurück machen. B. Ja. 6, 4. 7. Ja. Dann A? Nee, warten. Hm. Hab ich doch eine vergessen? Ja, 6, 1 habe ich dazwischen vergessen. 0, 4, 6, 8. 8. Ja, Omi, 8. 6-1. Dieser junge Mann telefoniert schon seit einer halben Stunde. Aber er telefoniert nicht mal. Nee, 5. Ich kann gewinnen, nur noch einmal. Lass mich versuchen. 6. 4. 7. Ah. Mother's Earth Dragon. Hello. Father's Heaven.
Dann ist es Nine Dragons. Nine Dragons. Mother's Earth. Comrades. Comrades. Warehouse number 8. Master Chen, please. Excuse me, but you are... My name is Hazuki. Just a moment. I found a mirror! Yeah, I found the mirror. Is this a... I'll tell my father. Come to warehouse number 8. Sure. Sure. True. This! Alles klar. Bye, Hirata-san! I have to tell Lundy. He got the mirror! So, jetzt heißt es warten. Ja. 20 Minuten, glaube ich. Man waiting on the bus. He's waiting on the bus. It doesn't come, the bus. But he's still waiting on the bus. Vollkommen raus. Der Bus, ah, Gott sei Dank, rechtzeitig. And there is the bus. Einfach A drücken. Press A to enter. Hey. Moment, das kostet ja auch mal wieder Geld. Ja, alles kostet Geld. Das Telefonieren hat uns gerade 10 teure Yen gekostet. Fast New Yen gesagt. Das sind 60 jetzt gewesen nur. Aber ich dachte, das kostet irgendwie ganz viel, aber nö. Ich hatte den Preis für den Bus in Stardew Valley im Kopf. Der kostet so viel. 500. 500 Stardew Dollar, oder? Ja. Okay. Der ist, aber bis du den hast, hast du so viel Geld einfach drin, dass das nicht mehr so viel ist. Dann wo fährt man mit dem Bus hin? In die Wüste. Okay, und da... Da geht's ab. Gut. Da kannst du eine der wertvollsten Früchte kaufen. Also Samen dafür. Mhm. Unter anderem. Und Kakteen sammeln und Gedöns. Die Frucht des Wissens. Quasi. So, wir müssen jetzt zu Warehouse Number 8 mal überlegen, genau, ob ich mich denn erinnern kann. Erstmal müssen wir zum Old District. War das nicht hier vorne direkt? Nope. Nee, das war's nicht. Okay. Hat sich mein Kopf gerade wieder gedacht. Nee, wir müssen jetzt erstmal da hinten links rum. Sprich mit dem alten Mann. Excuse me. Ah? You are nothing. It's just I don't reckon I've seen you around before. Right. I came over. Nein, er hat mit uns geredet. I see. It's a big harbor, isn't it? Be sure you don't go getting lost now. Yes. Haben wir das irgendwie falsch getriggert, dass er sich jetzt nicht mehr an mich erinnert? War es auch ein alter, anderer alter Mann? Nein, war es nicht. Ich meine auch, das war exakt der, aber so ein Gesicht vergisst man nicht. Hario! Tom. Nein! Nein! Hey, Rio, how about a dog? No thanks. No thanks. Maybe next time. I'm not allowed pets. I have a kitten back home. I practice petting with her. Willkommen. I need to go to warehouse number 8. I have an appointment with Master Chen. What's your name? Dio Hazuki. I've been expecting you, sir. Please, go on in. Seine seelenlosen Augen. Wenigstens müssen wir jetzt nicht wieder vor den ganzen Wachen irgendwie uns verstecken oder so. Das wäre aber lustig. Ich glaube, auf Dauer ist das nicht so lustig. Ich glaube, auf Dauer macht man das in einem Move. Immerhin weiß ich jetzt, wo das Warehouse Number 8 ist. Hier und dann links rum. Nee, hinten rechts rum. Moment. Nee, hier ist nichts. Sicher? Hinten rechts rum. Lass mich raten, das war doch da. Nein, es ist hier. Warum sollte es da sein? Das, was du erst gesagt hast, war schon richtig. Mann! Hier ist hier rechts. Mann, ich sollte auf mich selbst vertrauen. Das ist es doch schon. Warum vertraue ich mir nicht selbst, Mann? Weiß ich nicht. Selbstvertrauen, Junge. Selbstvertrauen. Self-consciousness wollte ich gerade sagen. Nee, Confidence. Self-confidence. Hm. Die Selbstkonfederierten. Ah, the Phoenix Mirror. Wieso kommt der mir so bekannt vor vom Gesicht her? Also nicht aus dem Spiel, sondern generell. Wieso hat er so einen Haken im Daumen? Why did Landy only steal the Dragon Mirror? He didn't know there was a second one. He probably didn't realize your father had both of them. Oder das. Two mirrors. An wen erinnert der mich denn? Ago, hast du eine Idee? Irgendein Politiker? And the Phoenix meet,
Irgendjemand alt ist auf jeden Fall. Das könnte jeder sein. Ja, sogar ein Boot. It's a legendary Chinese monster that will devour this world of ours. It appears Lan Di will try to make use of both mirrors. What will he try? To use both mirrors? I don't know, but you mustn't allow him to get that mirror. Ja, dann pack ich sie einfach wieder dahin zurück, wo ich es hergenommen habe. If he finds that mirror, it will be the nee, jetzt ist Fokus zum Bescheid. Ach ja, stimmt. Der wird alles versauen. Oh nein, Gollum! Kill! Was? Ich hab gedrückt! Schön, oder? Wenn das immer aus dem Nichts kommt. Ich hab aber gedrückt. The end! Sieht man jetzt, wie das Monster kommt? Das wäre super, oder? Wenn er jetzt kaputt gegangen wäre. Da kommt ja so ein halbfertiges Monster raus. Tötet mich. Gut. What the fuck was that? Thanks. Is it the work of the Mad Angels? Mad Angels? Mad Angels? We always have trouble with that gang. Those dirty bastards. That thing was probably connected to the Chiyo men. The Chiyo men? Yes, the Chiyo men and Mad Angels are linked. Perhaps they are the ones who guided Lan Di here. You know. So, if I find the Mad Angels, he's a half gang. Yeah, he's likely not here anymore. Mit Baseballschlägern und then, die immer abhängt in den Gassen. Die hat dem Kartell geholfen. Auf jeden Fall. Dafür Street Cred. Ja, auf jeden Fall. Please help me get to Hong Kong. If so, then what? I'll find Lan Di. And then he'll kill you. He's too strong. What did you say? Stop it. Stop it, you changed my father's murder. Elendi from Hong Kong. What did you say? The Hobbits. If it was you. Landi to Hong Kong. To Hong Kong. I follow Landi to Hong Kong. Kong, 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 Kong. I'm sorry, but I can't. The mirror. Wundervoll, das reizt sich selbst. Chen, please wait. Tell me, where's Lan Di? I much desire to murder him. Ah, gut. Ich hätte gerne so einen Ultra-Cut am Ende mit 10.000 Soundeffekten. Ja, genau. So ein Hafendienst, ne? Oh, Mann, das tut mir alles so fürchterlich leid, aber. Was ist los? Man muss es mit Humor nehmen. So, the Chiyo men? And Lan Di? Seems he left for Hong Kong. Worauf hat er gerade so gestarrt? Ich weiß es nicht. When her dick is bigger than yours? When her dick is bigger. So, ich speichere das Ganze mal ab. Speichere mal ab, den habe ich gerade gespeichert. Ach so, okay. Gut, dann oben. Oh, göttlich.
Na gut. Ich meine, da ging der Tag jetzt aber ganz schnell vorbei, wa? Ja, irgendwie schon. Also, man ist ja automatisch wieder zu Hause und dann war fertig und ja, der Dingens war durch. Ja, naja. Da war es das mit dieser Folge von Let's Play Shenmue. Wir haben den Phoenix Mirror und haben ihn Master Chen gezeigt. Wir haben Gollum getroffen. Was für ein Tag. 10 Minuten lang telefoniert. Aber danke schön fürs Zusehen. Ja, gerne. Und wir sehen uns dabei beim nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Tschüss. Ah, schön.